Ich denke, der Ukraine-Krieg, genauer der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, ist eine Katastrophe für alle deutsch-russischen Kooperationsprojekte im wissenschaftlichen Bereich. Und selbstverständlich gilt das auch für die Projekte der Universität Freiburg mit Russland. Ich leite konkret einen ganzen Komplex von Projekten. Es sind sicherlich die größten, umfangreichsten, finanziell am meisten ausgestatteten Projekte an der Universität. Das ist im Wesentlichen ein großer Förderkomplex vom DAD. Der reicht von Studierendenaustausch im Bachelorniveau über einen gemeinsamen Masterstudiengang Russlandstudien, ein Masterstudiengang mit Doppeldiplom. Also man kann den Abschluss sowohl an der Universität Freiburg als auch an der RGGU erwerben. Genauer gesagt, man konnte das. Und unsere Projekte reichen eben hin bis zu dem großen DFG-geförderten Graduiertenkolleg. Bis zum 14. März war es ein internationales Graduiertenkolleg. Es ist umgestellt jetzt auf ein nationales Graduiertenkolleg. Es ist ein Graduiertenkolleg, in dem wir Fragen des Kulturtransfers, des Kulturkontakts zwischen Deutschland und Russland im internationalen Kontext erforschen. Alle diese Projekte, ich habe versucht, das in ein Bild zu fassen, wurden über Jahrzehnte aufgebaut. Wir haben sehr, sehr viele Absolventinnen und Absolventen, insbesondere im Masterstudiengang, die Multiplikatoren auch der deutschen Wissenschaft und Kultur in Russland sind und geworden sind, auch in entsprechenden Bereichen arbeiten. Alle diese Projekte, die wir über Jahrzehnte aufgebaut haben, ein Ballast sozusagen der deutsch-russischen Wissenschaftskommunikation gebaut haben, sind jetzt eingerissen, sind zerstört und wir versuchen gerade aus den Trümmern dieser Projekte eine Behelfshütte zu bauen, um zu retten, was zu retten ist. Ich denke, man muss unterscheiden zwischen sozusagen den offiziellen Strukturen der Institution und den betroffenen Menschen, Studierenden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Promovierenden, auf der anderen Seite. Auf der einen Seite die Institution, auf der anderen Seite diese jungen Menschen und auch älteren Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Was die offizielle Ebene betrifft, so wurde mir gesagt, dass der Rektor der RGGU Moskau, die führende geisteswissenschaftliche Universität in Russland, dass der Rektor dieser sehr international ausgerichteten Universität alle Partneruniversitäten angeschrieben hat und sein Interesse bekundet hat, die Beziehungen fortzusetzen. Das Wissenschaftsministerium Baden-Württemberg hat ebenso wie alle großen Förderinstitutionen, DAD, DFG, Wissenschaftsministerium, Auswärtiges Amt, ja im Rahmen der Sanktionen auch den Abbruch, zumindest aber das Auf-Eis-Legen aller wissenschaftlichen Projekte verfügt und angeordnet. Ich teile diese Entscheidung. Ich denke, es ist wichtig, ein offizielles Statement abzugeben mit Sanktionen, deutlich zu markieren, um was für einen Krieg es sich hier handelt und wer hier sozusagen den Angriff gestartet hat. Dennoch gibt es eben die betroffenen Personen, und da bin ich jetzt bei der zweiten Gruppe, bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Studierenden, die unmittelbar auch mit ihren Lebensentwürfen, mit ihren Zielen, ein Studium abzuschließen, eine Promotion abzuschließen, unmittelbar davon betroffen sind. Und dieses Betroffensein wandelt sich durchaus in eine große Betroffenheit, um nicht zu sagen Entsetzen, was hier auch an individuellen Lebensentwürfen in Russland jetzt mit einem Schlag zerstört wurde. Ich frage bewusst nicht unsere Partnerinnen und Partner in Moskau nach ihrer politischen Einstellung. Das steht mir nicht zu, aber ich denke und ich spüre, dass das Entsetzen über das, was vorgeht, sehr groß ist. Die Brücken sind eingebrochen.
Da glaube ich, das wäre blauäugig zu sagen, dass diese Brücken nicht eingebrochen sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Brückenköpfe auch total zerstört sind. Wir versuchen auf alle Fälle in Kontakt zu bleiben. Wir versuchen auf individueller Ebene, so wie das auch von der DFG und vom DAD empfohlen wird, auf individueller Ebene die Kontakte aufrechtzuerhalten. Wir versuchen auch zu helfen auf individueller Ebene, denn ich denke, es gibt auch Verantwortungen, es gibt auch, wir haben jungen Menschen eine Ausbildung versprochen, wir müssen auf alle Fälle gemeinsam, das heißt nicht gemeinsam in einem Projekt, aber mit vereinten Kräften, sowohl auf Moskau als auch auf Freiburger Seite, versuchen, den jungen Menschen, die etwa im Masterstudiengang das Studium begonnen haben, jetzt dennoch einen Abschluss zu ermöglichen. Das wird selbstverständlich nicht mehr ein doppelter Abschluss sein, aber unser Studiengang ist so vernetzt, dass eben verpflichtend ein Aufenthalt in Moskau beziehungsweise für die Moskau ein Aufenthalt bei uns ins Curriculum geschrieben ist. Und das sind sehr große Probleme auf operativer Ebene, also in der Praxis, welche Lehrveranstaltungen können ersetzt werden und so weiter. Da sind wir jetzt dran, das anzugehen, denn wir sollten möglichst viel Schaden vermeiden. Das heißt aber nicht, dass wir irgendwelche Sanktionen unterlaufen.